Hallo allerseits. Ich werde meinen Kanal jetzt mal etwas erweitern. Es geht ja nicht nur um Bushcraft oder Messer, sondern auch Sachen, die meinen Beruf angehen, sprich Kraftfahrer, man sieht. So kleine Tipps und Tricks, was man, wenn man sich vielleicht den Alltag erleichtern kann. Unter anderem oder auch Sicherheitssachen oder technische Sachen. Lässt sich auch manchmal ja, im normalen Alltag dann auch verwenden. Zum Beispiel für Pkw-Fahrer, reine Pkw-Fahrer. Und zum ersten Punkt heute komme ich, Punkt Sicherheit. Ich hatte mal in einem Video über mein EDC berichtet von einem Kraftfahrer, ja, den man auf eine neue Tour gesetzt hat, nach längerer Krankheit. Das kommt schon mal vor, dass man Kraftfahrer einen anderen LKW gibt oder eine neue Tour gibt oder nur noch als Springer fahren lässt. Lass mal dahingestellt sein, ob das böse Absicht war. Auf jeden Fall der Fahrer. Der ist ja, mit einem neuen LKW losgefahren. Auf eine Tour, die er nicht kannte. Der kannte sich auch in dem Gebiet nicht aus. Und dann hat er das im Navi eingegeben, die Adresse, und ist losgefahren. Und statt auf eine Brücke zu fahren, so wie das im Navi verzeichnet war, ist er leider an eine Anlegestelle von einer Fähre gefahren. Die Fähre war nicht da. Der ist in den Rhein gefahren. Ja, und ist dann da mit seinem Auto oder seinem LKW versoffen und ertrunken. Und diesen Gedanken, den konnte ich so überhaupt nicht, ja, nicht nachvollziehen, schon, aber so elendig zu ersaufen. Man muss doch aus dem LKW kommen. Wie kommt man aus dem LKW? Mit einem Nothammer, einem Sicherheitsmesser. Und dann habe ich dann bei eBay von Miltec dieses kleine Rettungsmesser aufgetrieben. Man sieht hier mit so einem kleinen Dorn, einem kleinen Gurtschneider. Sieht ein bisschen martialisch aus, dadurch, dass es die Form von einer Handgranate hat. Und es sind zwei Handmesser. Das ist von der Firma Miltec. Und der Grund, warum ich mich für ein Zweihandmesser entschieden habe, war, dass ich keine Lust habe, mit dem Gesetzgeber in Kontakt oder in ja, Ärger zu bekommen wegen einem Einhandmesser. Aber trotz dass der hier keinen Daumenpin hat, kann man es mit einer Hand aufmachen. Ich denke, es ist trotzdem legal. So, wiegt ein bisschen was, ist komplett aus Metall. 5 Euro bei eBay als Neuware. Nicht schlecht. Bin mir sicher, der Don würde seine Arbeit jetzt tun, wenn ich es drauf anlege. Das will ich aber nicht. So, dann aufgrund dieser Geschichte hatte ich dann auch überlegt, was ist denn mit der Frau oder mit der eigenen Frau? Das ist, wenn der was passiert und die muss aus dem Auto raus, es fängt an zu brennen. Der kann sich ja kein Sicherheitsmesser schenken, obwohl die ja jetzt mittlerweile angefangen hat, Messer zu sammeln. Und da bin ich dann bei eBay auf diesen Nothammer gekommen. Der kostete sage und schreibe 2,50 Euro. Oder 2 Euro und 1,50 Euro Versand aus China. Und ich hole den mal raus. Der hat hier zwei Metallspitzen. Die sind ziemlich stabil verbaut. Nicht genietet, sondern geschraubt, wie man sehen kann. Hier ist ein Gurtschneider drin. Den werde ich jetzt mal versuchen auszuprobieren mit einem ähnlichen Gurt. Ähnlich. Und dazu habe ich mir einen von der Arbeit genommen. Hier, das sind normalerweise Gurte, womit die Rollis zusammengehalten werden.
So. Habt ihr gesehen? Ich kann es aber nochmal gerne wiederholen. Nehme ich nochmal hier das. Seht ihr? Weil der ist schon wirklich sehr stabil. Ich nehme das hier so und dann ziehe ich den einmal quer durch. Zup und kaputt. So. Das war also der Punkt Sicherheit. Dann Punkt Sicherheit ist, das werden wahrscheinlich viele von euch kennen, passiert sehr oft im Winter, wenn es geschneit hat und die Sonne kommt sehr tief runter und prallt auf den Boden, also die Sonnenstrahlen, und man wird regelrecht geblendet, sodass man gar nichts mehr sieht. Und dafür habe ich auch auf dem Flohmarkt, allerdings als Neuware, die Dose gab es da nicht dazu, oder den Behälter, diese Sonnenbrille gekauft. Und diese Sonnenbrille, das ist keine normale, sondern die ist, wie heißt das, polarisiert. Das heißt, die Strahlen, die von unten kommen, die werden absorbiert. Und man wird nicht mehr geblendet. Ich habe es jetzt schon mehrfach getestet und ich bin sehr zufrieden damit. Und das waren 20 Euro. Und wer schon mal in dieses Problem kam, mit dem Auto in die Sonne reinzufahren und der Boden war nass und man wurde von oben geblendet, man wurde von unten geblendet, man hat nichts mehr gesehen. Und das ist mit dieser Brille beendet oder behoben. Das ist eine polarisierte Brille. Die hat 20 Euro auf dem Flohmarkt gekostet als Neuware. Und die habe ich jetzt schon seit 2 Jahren. Tipptopp, kann man nichts gegen sagen. So, das war jetzt die erste Episode. Ich denke mal, ich werde diese Tipps, Kraftfahrer-Tipps und Tricks, die werde ich wahrscheinlich, man muss mir ganz schnell was einfallen lassen, Truckers, Tipps und Tricks, genau, so nenne ich das. So, mal gucken, wie viele Leute mir jetzt abspringen als Subscriber, welche dazukommen. Ich hatte ja nie gesagt, dass mein Kanal ein reiner Bushcraft, Survival, Messersammler oder überhaupt Sammler von irgendwelchen Schneidwerkzeugen ist. Ich denke mal, das war... Wird mir das so vorbehalten, so meine eigenen Sachen da so reinzumachen, wo vielleicht der eine nicht wirklich viel mit anfangen kann, aber zum Beispiel hier so einem sowas zu zeigen, also 3,50 Euro, das ist ja praktisch geschenkt. Das kommt dann hier, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, hier oben über die Lampe oder unter die Lampe, wird hier festgeschraubt dann. Dann habe ich es auch immer in Griffweite, wenn ich es brauche. Wir wollen hoffen, ich brauche es nicht. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare werden gerne gesehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis die Tage. Tschüss.